Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Ich bin gerade mit meinem Kumpel Robert unterwegs. Und wir reisen gerade so ein bisschen eine Woche durchs Hinterland in New South Wales. Da klappern so ein paar Wasserfälle ab und ja, haben eine schöne Zeit. Und wir nehmen natürlich, oh, hier ist alles voll mit Fliegen. Ich nehme natürlich immer Videos auf und werde die dann peu à peu alle auf meinem Kanal hochladen. Aber ich dachte, ich mache mal ein kleines Informationsvideo für euch, denn wir haben gerade unser Mittagessen gekocht. Es ist noch morgens, aber wir haben das Essen vorgekocht. Und das vielleicht für alle, die ja nicht unbedingt nur campen und wandern wollen, sondern auch die vielleicht in Hostels in der Stadt wohnen und sich dann überlegen, wie sie dann tagsüber ihr Essen zubereiten können. Natürlich, viele von euch werden wahrscheinlich in einen Shop gehen und werden irgendein Zeug dort kaufen oder weiß ich, zu Subways gehen, Fastfood-Restaurants oder was weiß ich. Aber es kostet natürlich alles Geld und ist nicht unbedingt immer die gesündeste Alternative. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben, kann ich das hier, nee, kann ich leider nicht wechseln. Perspektive, was wir haben, ist, wir haben so einen Campingkocher, ja, zwei davon, immer eine Pfanne. Und wir haben uns gestern Hühnchen und Couscous gekauft und haben das jetzt alles schön gekocht und gebraten und dann in kleine wiederverschließbare Tüten abgefüllt. Alternativ kann man da natürlich auch irgendwelche Boxen nehmen, zum Beispiel Tupperware oder was auch immer. Und was wir auch noch haben, ist ein Esky. Und der Esky ist mit Lebensmitteln gefüllt und ganz unten, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist Eis. Ja, das ist noch in dem Beutel drin. Das ganz normales Wassereis und das kann man überall kaufen, an Tankstellen, bei Woolworths, bei Coles. Kostet der Beutel, keine Ahnung, 4 Dollar oder 2 Dollar, weiß ich nicht. Hält so 2 Tage, dementsprechend wie die Außentemperaturen sind. Und da tun wir das Essen dann da rein und dann bleibt es schön gekühlt. Und wir haben dann vernünftiges Essen für den heutigen Tag. Und ja, wir müssen dann nicht irgendwelche teuren Essen kaufen und was weiß ich alles. Also, kleiner Tipp von mir, wenn ihr unterwegs seid, probiert es aus. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt zu dem Thema, dann stellt sie mir einfach als Kommentar. Vielleicht habt ihr auch andere Möglichkeiten, wie ihr so auf solchen Reisen Essen transportiert. Lasst es mich wissen, würde mich freuen. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir zum Thema Australien auf dem Laufenden bleiben wollt. Also, bis später.